Frau Mitter, guten Tag, nehmen Sie mal bitte Platz. Guten Tag. Sie sollen jetzt hier als Zeugin aussagen. Sie wissen natürlich, dass Sie da die Wahrheit sagen müssen, wer was Falsches sagt vor Gericht. Der macht sich strafbar. Sie heißen Simone Mitter, 35 Jahre alt. Sie wohnen in Erfurt. Sie sind ledig, Textilfachverkäuferin, nicht verwandt oder verschwägert mit dem Angeklagten. Ja, Sie wissen, er soll am Tatabend zum Parkplatz der Cent Direktversicherung gefahren sein und da den Chef seiner Frau erschlagen haben. Ja, das ist auch ein Psychopath, aber dass er gleich so austickt, das hätte ich echt nicht gedacht. Also, Motiv soll Eifersucht gewesen sein. Ich weiß nicht, die Ehe der Kunze soll nicht mehr so zum Besten gestanden sein. Haben Sie als beste Freundin der Frau Kunze von dem was mitbekommen? Ja, die Ehe, die war am Ende für Michael, haben Frauen, für dich haben Frauen gar keinen Wert. Die sind nur zum Putzen und zum Kinderkriegen da und sonst zu gar nichts. Wie aus der Steinzeit. Das kann dir doch egal sein. Michael, es ist mir total egal, auch was du denkst oder was du fühlst, aber nicht, wenn es um meine beste Freundin Jessica geht. Die hat so unter deiner herrischen Art gelitten, aber du hast es nicht kapiert. Als der noch arbeitslos wurde, wurde die Sache viel schlimmer. Inwiefern? Ja, da gab es nur noch täglich Stress und ich habe mich mit Jessica in irgendwelchen Cafés immer treffen müssen, um mit ihr zu reden. Und ja, seine Kinder taten mir am meisten leid in dieser Situation. Ich hatte halt echt eine Krise in der Zeit, ja, aber das war echt relativ schnell wieder vorbei. Für dich war es vielleicht schnell vorbei, aber für Jessica nicht. Weißt du was? Die hat sich sogar einen Scheidungsanwalt gesucht. Das war, als der Ärger noch ganz frisch war im Streit, aber dann haben wir uns wieder versöhnt und danach war das alles wieder vom Tisch. Jessica, ich verstehe nicht, warum du nicht einmal die Wahrheit sagen kannst. Warum kannst du jetzt nicht zugeben, gerade hier, dass du nur die Scheidung nicht wolltest, weil er dir mit dem Rosenkrieg gedroht hat? Ich muss mir das nicht anhören. Doch, das müssen Sie sich sehr wohl anhören. Wissen Sie da genaueres? Ja, nur das, was Jessica mir erzählt hat. Sie hat mir halt erzählt, dass er mit allen Mitteln ihr gedroht hat, für das alleinige Sorgerecht der Kinder zu kämpfen und dass du das Haus nur mit den Füßen voraus verlassen willst. Das habe ich so nie gesagt. Wirklich, auf jeden Fall hat Jessica nur auf die Scheidung verzichtet, weil sie ihren Kindern diesen Terror nicht antun wollte. Jetzt übertreibst du aber, Simone. Es ist doch normal, dass man sich mal streitet und dann wieder versöhnt. Weißt du, Jessica, ich verstehe das jetzt langsam wirklich nicht. Ich verstehe es nicht. Jetzt nimmst du ihn auch noch in Schutz, oder was? Hast du alles vergessen, was er dir angetan hat? Hast du vergessen, wie es mit den Bewerbungen lief? Nein. Was ist denn damals vorgefallen? Na, damals, als der arbeitslos wurde, komischerweise, ja, da hat der Jessica verboten, sich um einen Job zu bewerben oder nicht mal Bewerbungen durfte sie schreiben. Und er hat zu ihr gesagt, sie dürfte sich erst bewerben, ja, wenn du erst nach einem Jahr dein Arbeitslosengeld nicht mehr bekommst, dann erst darf sie sich bewerben. Ich fand es halt einfach unnötig. Und weißt du was? Ich finde dich unnötig. Jessica, die war bei der Centerect, bei der Versicherung, wo sie gearbeitet hat. Die ist so aufgeblüht, die hatte so eine Wahnsinnsausstrahlung wieder. Ja. Und weißt du, was sie noch hatte, Michael? Sie hatte endlich wieder Selbstbewusstsein. Was dem Angeklagten nicht so sehr gepasst haben dürfte. Ja klar nicht, auf einmal war der nicht mehr der King im Haus. Und bei dem Wort Arbeit bekam er noch Wutanfälle. Und als er sich dann noch dachte, dass Jessica was mit dem Chef hatte, da war der Ofen aus. Wissen Sie, wo der Angeklagte oder seine Frau am Tatabend waren? Nein, weiß ich nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die gekocht haben. Jessica, mach bitte nicht den Fehler und lüge für ihn. Mach reinen Tisch und fang von vorne an, ohne ihn. Halt deinen Mund, verdammt. Halt deinen Mund? Sagst du zu mir, halt deinen Mund? Sag das zu deiner Frau, aber nicht zu mir, halt deinen Mund. Okay? Ah, Frau Jung, was gibt's? Ich muss mir das nicht anhören, verdammt nochmal. Ich hab den nicht umgebracht. Herr Seelhoff, was ist denn da los, bitte? Ja, Herr Vorsitzender. Dieser Umschlag ist gerade in der Geschäftsstelle abgegeben worden von einem Kurier. Und ja, angeblich ist es wichtig und hätte irgendwas, steht doch hier drauf, mit dieser Verhandlung zu tun. Mhm. Die Kollegen haben schon drüber geschaut, der ist sauber. Ja, danke schön. Weiß ich nicht. Als Adressat steht hier nur Gerichtsverhandlung Kunze. Mir ist nicht klar, was das mit der Verhandlung hier zu tun haben soll. Sind das nicht Sie da drauf, Frau Kunze? Was ist das denn? Sprechen wir mal an. Das ist ein Bericht über eine Veranstaltung, eine Vernissage, die am 8. Februar Abend stattgefunden hat. Und dieses Foto hier vermittelt den Eindruck, dass Sie damals dort waren. 55 StPO, Sie müssen hier die Wahrheit sagen, weder sich selbst noch Angehörige belasten. Ja, das ist doch der Abend, an dem mein Chef umgebracht wurde. Da war ich die ganze Zeit über zu Hause bei meinem Mann. Jetzt bin ich auf Ihre Erklärung gespannt. Wer hat das denn geschickt? Ich weiß nicht, was Sie meinen. Also, da steht kein Absender auf dem Umschlag. Wenn Sie an dem Abend auf einer Vernissage waren, dann können Sie wohl kaum den ganzen Abend mit Ihrem Mann zu Hause gewesen sein. Das sind Sie, Frau Kunze, da sind Sie ja drauf. Dankeschön. Also, dann hieß es kein gemeinsames Kochen, oder wie?
Herr Kunze, ganz kurz mal. Ihr Auto wurde am Tatort gesehen, ja? Wir haben Ihren Namen auf der Hand des Opfers. Und Ihr Alibi ist weg. Vielleicht reden Sie jetzt einfach mal. Aber ich hab den doch nicht umgebracht. Aber Ihre Frau hat ganz offensichtlich für Sie gelogen. Wieso denn dann? Weil ich an dem Abend noch zur Firma gefahren bin. Ach, jetzt plötzlich doch? Ja. Und Ihre Frau? Ja, die war noch gar nicht daheim. Ich habe ewig daheim auf sie gewartet, ja. Und irgendwann kam dann der Anruf aus der Firma. Und dann bin ich total ausgeflippt und losgepoltert und bin gleich losgefahren. Ich habe gedacht, die machen sonst was da. Was war dann, als sie dorthin kam? Ja, nix. Ich bin zum Haupteingang gefahren und wollte rein. Und da war alles schon dunkel und tote Hose. Und dann bin ich wieder gefahren. Was heißt wieder gefahren? Sind Sie gleich nach Hause? Ja, nicht direkt. Meine Frau war nicht da. Ich habe gedacht, die ist vielleicht bei ihrem Chef zu Hause und was weiß ich was. Ich habe einen fürchterlichen Kinofilm geschoben, ja. Und ich wusste überhaupt gar nicht, wo der Typ wohnt, ja. Und dann bin ich halt dann doch irgendwann nach Hause gefahren. Ja, ich war da schon längst zu Hause. Haben Sie was ganz Entscheidendes vergessen, Herr Kunze? Vielleicht erzählen Sie uns einfach mal von der Konfrontation mit dem späteren Opfer auf dem Parkplatz hinter dem Gebäude. Ich möchte mal näher wissen. Ich war aber doch überhaupt nicht auf dem Parkplatz. Und warum lassen Sie sich dann ein falsches Alibi geben? Ja, erklären Sie mir das. Weil ich weiß auch nicht. Weil er ganz einfach Angst hatte, sofort als Täter abgestempelt Sie zu werden. Sie erklären es mir. Ja. Ja, hallo Frau Jung, sagen Sie mal, ist der Kurier, der diesen Umschlag gerade eben gebracht hat, ist der noch im Haus? Was, der steht unten am Fenster und sperrt sein Fahrrad auf. Ja, dann rufen Sie mal schnell runter, dass der da bleiben soll. Und schicken Sie ihn direkt zu uns in den Sitzungssaal. Dankeschön. Bin ich Gott sei Dank nicht die Einzige, die sich immer wundert, warum dieser Brief anonym abgegeben wurde. Da scheint tatsächlich irgendwas seltsam zu sein. Offenbar hat da jemand ein handfestes Interesse daran, den Angeklagten ins Gefängnis zu bringen. Tja, und diesem jemand geht's ganz genau wie mir, Herr Kunze. Sie haben ein Motiv, aber kein Alibi. Ich gehe mal davon aus, dass einer der Hinterbliebenen das Foto gefunden haben wird und heute hier nicht erscheinen konnte oder nicht wollte und uns das Foto deshalb mit einem Kurier vorbeigeschickt hat. Warum hast du für ihn gelogen? Weiß auch nicht. Jahrelang rede ich an dich ran. Und du lügst für ihn. Du liebst ihn doch nicht einmal mehr. Ja, danke, dass Sie gekommen sind. Können Sie sich noch an die Person erinnern, die Ihnen diesen Auftrag hier erteilt hat? Ja, das war eine Frau. Dunkle Haare, dunkel gekleidet, Mitte 30 ungefähr. Die hat mir extra noch eingeschärft, die Lieferung nicht vor 16:30 zuzustellen. Und das habe ich dann auch gemacht. Ist was nicht in Ordnung damit? Alles in Ordnung. Aber kommen Sie ruhig mal ein Stück näher nach vorn. Schauen Sie mal, ist die Frau vielleicht hier? Ja, klar, die hier. Die war's. Bitte? Ja klar, natürlich. Sie hatten zwar was anderes an, aber die war das. Jessica, was? Nein! Wieso? Du hast das gemacht. Jetzt herzlichen Dank erstmal. Vielleicht warten Sie gerade noch einen Moment draußen für den Fall, dass er Sie noch förmlich hier tatsächlich als Zeugen vernehmen muss. Ja, wenn es sein muss, aber lang habe ich nicht mehr Zeit. Ja, ja, aber der hat sich geirrt. Wieso sollte ich denn so einen Aufwand betreiben? Da hätte ich doch gleich sagen können, dass ich zur Tatzeit nicht mit meinem Mann zusammen war. Ja, eben. Ich denke, es geht eher um Ihre Glaubwürdigkeit. Ein geplatztes Alibi macht natürlich viel mehr her, als wenn man von Anfang an keins hat, ja? Nee, das glaube ich nicht. Wer hat denn alles Zugang zu Ihrem Drucker? Ja gut, nur meine Frau, ich und schlimmstenfalls noch die Kinder. Sonst? Vielleicht Putzfrau, Handwerker, irgendjemand? Nein, keine Putzfrau. Wo sollen denn diese ganzen Fragen jetzt eigentlich hinführen? Ich sag's Ihnen, wo das hinführen soll. Diese beiden Blätter hier, die haben beide im Ausdruck denselben Fehler. Oben links ist etwas, was so... Ja, schwächer ist einfach. Ja? Brauche ich kein Fachmann zu sein, um zu sagen, mit größter Wahrscheinlichkeit sind diese beiden Blätter beide mit demselben Drucker ausgedruckt worden. Also ich habe nur diese E-Mail ausgedruckt, ja, aber... Mit Ihrem Drucker zu Hause? Mit meinem Drucker zu Hause, aber nie irgendein Foto oder... Ja, und Ihre Kinder können wir auch ausschließen, also wer bleibt übrig? Ihre Frau. Jessica, jetzt red halt mal, worum geht's denn hier? Sag doch mal was! Hallo, willst du mir irgendwas anhängen oder sowas? Red halt mal! Das ist doch einfach nur lächerlich. Was war denn das jetzt hier? Haben Sie dieses Blatt hier ausgedruckt und ins Gericht hier schicken lassen? Naja, das kann ich ja jetzt schlecht leugnen. Ja, und haben Sie die Vernissage extra besucht, weil Sie wussten, dass da Fotos gemacht werden? Hast du mir das anhängen wollen? Ja, willst du mir einen Mord in die Schuhe schieben, nur weil ich mich von dir trennen wollte oder was? Frau Kunze, Sie haben den Hinweis auf Ihren Mann auf den Handrücken des Opfers geschrieben. Und dann haben Sie den Stift mitgenommen, weil Sie Angst hatten, Spuren zu hinterlassen. Es geht ja wohl gar nicht, den eigenen Mann absichtlich so reinzureiten. Frau Herrmann, kehren Sie mal lieber vor der eigenen Tür. Ganz ehrlich, ja? Frau Kunze, aber vielleicht zu Ihnen. Diese gesponnene Intrige ändert natürlich einiges hier, ne? Sie haben bewusst dafür gesorgt, dass Ihr Mann kein Alibi hat. Frage an Sie, schauen Sie mich mal an. Haben Sie
Ihren Chef vorher getötet? Nein, um Gottes Willen. Haben Sie ihn vorher getötet? Nein. Vielleicht versuchen wir es mal mit Ihnen selbst, Herr Kunze, als Sie vorher Ihre Aussage korrigiert haben. Da ist jetzt nicht ganz klar geworden, wer denn eigentlich aus der Firma angerufen hat. Sie haben nur so sinngemäß gesagt, Sie hätten ewig auf Ihre Frau gewartet. Und als dann der Anruf aus der Firma kam, seien Sie da wutentbrannt hin. Wer hat denn angerufen? Ja, Sie haben da schon recht. Das war meine Frau. Also nicht der Chef. Nein, meine Frau hat angerufen. Und ich war total sauer, weil es super spät schon war. Und sie war immer noch nicht da und hat immer noch Überstunden gemacht, immer noch in der Firma. Und dann hat sie angefangen, mich zu provozieren. Ja, da hat sie so Sachen am Telefon gesagt wie, ja, der Chef hätte ihr mehr Kohle angeboten, wenn sie mit ihm in die Kiste hüpft. Und deshalb sind Sie dann in die Firma gefahren? Ja, bin sofort losgefahren. Ja, wahrscheinlich war es so, dass Herr Schäfer zum Zeitpunkt des Anrufs längst tot war. Ihre Frau hat sie extra dorthin bestellt, Herr Kunze. Die Frage ist nur, wer ihn dann wirklich getötet hat. Also bei Frau Kunze sehe ich im Moment kein Motiv. Naja, vielleicht ist ihr Chef zu dringlich geworden und sie wusste sich nicht anders zu wehren. Und als es dann passiert war, was sicherlich nicht geplant war, da hat sie die Situation einfach eiskalt ausgenutzt. Jetzt mal wirklich Klartext. Haben Sie Ihren Chef getötet, Frau Kunze? Nein, das habe ich natürlich nicht gemacht. Wer denn sonst? Ich war es nicht. Wissen Sie, wer es war? Erich. Was? Ja, da schaust du, was? Ich habe es die ganze Zeit gewusst. Woher denn? Ich habe alles von der Kaffeeküche aus gesehen, wie er zum Parkplatz runtergegangen ist und meinem Chef hinterhergelaufen ist und wie er dann den Pflasterstein genommen hat, als mein Chef ihm einfach wieder den Rücken zugekehrt hat. Herr Bauer, 55 StPO, Sie müssen sich selber nicht belasten, wenn Sie noch was sagen, nur die Wahrheit. Stimmt das? Ja, stimmt. Sagen Sie so ganz lapidar, ja, stimmt. Jetzt ist es raus. Ja, es ist noch nicht alles raus. Wieso? Wieso haben Sie Ihren Chef getötet? Ich wollte noch mal den Chef versprechen, ob nicht wenigstens eine Gehaltserhöhung für mich drin ist. Doch recht. Der hat mich ausgelacht und sich einfach umgedreht. Hat mir eine Sicherung durchgeknallt. Dann haben Sie diesen Stein hier genommen und haben ihn erschlagen. Und das auf seinem Handrücken mit dem Kugelschreiber, Kunze Mann, waren Sie es auch? Nein, ich bin sofort zu Fuß nach Hause gegangen. Ich wollte mich am nächsten Tag sofort stellen. Hat sich überhaupt niemand für mich interessiert. Ja, und haben Sie sich nicht gewundert, als Sie davon erfahren haben, was auf dem Handrücken des Opfers niedergeschrieben wurde? Schon. Ja? Ich dachte, Herr Schäfer war verwirrt wegen der Kopfverletzung. Ich finde es unglaublich, wie lapidar Sie das alles sagen, wie selbstverständlich. Ja, und jetzt aber noch mal Sie, wieso, wenn Sie das alles mitverfolgt haben, haben Sie nicht sofort einen Notruf abgesetzt? Ich habe gedacht, Herr Schäfer war sofort tot und ich war total geschockt. Und dann bin ich ins Büro nebenan gegangen und wollte meinen Mann anrufen. Ich habe ihn angerufen und wollte ihn fragen, was ich tun soll. Aber Michael hat mich die ganze Zeit wieder nur angemotzt und angeschrien, ehe ich überhaupt nur ein Wort sagen konnte. Und ich hatte das alles so satt. Dann habe ich den Entschluss gefasst und ich habe ihn so gereizt, dass er zur Firma fährt. Du intrigantes Miststück! Kunze, ich verstehe, dass Sie aufgeregt sind. Aber bitte halten Sie sich noch ein bisschen zurück. Sie wollte mir einen Mord anhängen, ja? Also, ich kann das nicht begreifen. Da hast du mir das vorgegaukelt, dass du mich liebst und dass du mir mit einem Alibi aus der Klemme helfen willst, ja? Was hab ich dir denn bitte getan, dass du mich so hast? Was du mir getan hast? Jahrelang habe ich deinen ganzen Frust abgekriegt. Ich habe das alles nicht mehr ausgehalten. Nun haben wir trotzdem den Ablauf des Tatabends noch nicht ganz so rekonstruiert. Also, Sie haben Ihren Mann angerufen, um ihn wirklich zur Firma zu locken? Und dann? Ja, dann bin ich zum Parkplatz runtergelaufen. Und erst da habe ich gemerkt, dass Herr Schäfer sich schon bis zur Straße vorgerobbt hatte. Und dann habe ich den Stift genommen und habe ihm die Nachricht auf die Hand geschrieben. Den Namen Ihres Mannes. Du bist so ein... Ja, und dann habe ich mich ins Auto gesetzt und... Dann ist mir wieder diese Vernissage eingefallen, von der ich in der Zeitung gelesen hatte. Und da bin ich dann hingefahren. Du bist das Letzte. Du bist so ein intrigantes Stück. Herr Kunze. Naja, zu verteidigen. Ausnahmsweise habe ich da Verständnis. Ja. Ich habe gerade erfahren, dass seine Frau ihm einen Mord anhängen wollte. Verdammt, du willst mich in den Knast bringen, bist du doch... Jetzt lassen Sie es aber mal gut sein, atmen Sie mal einmal durch. Fragen noch an die Zeugen. Ich habe keine Fragen. Dann bleibt die Frau Mitter unvereidigt, der Herr Bauer bleibt unvereidigt und auch die Frau Kunze bleibt unvereidigt. Nehmen Sie bitte den Platz, danke schön, das war's dann eigentlich. Weitere Anträge, Erklärung, Bundeszentralregister, Auszug muss nicht verlesen, dann nehme ich mal an. Nein, dann schließe ich die Beweisaufnahme, Herr Staatsanwalt. Uns riecht Frau Verteidigerin, Frau Mitter jetzt mal ausgenommen. Ich möchte wirklich mit niemandem auf der Zeugenbank hier tauschen. Also Herr Bauer,
Ich brauche nicht lange drüber reden. Ein Kapitalverbrechen, sie haben einen Menschen umgebracht, sie haben ganz schwere Schuld auf sich geladen. Es wird ein massives Verfahren auf sie zukommen und eine sehr hohe Freiheitsstrafe. Aber auch Frau Herrmann, Sie waren dann die nächste Person in der Kette. Sie sehen den noch Lebenden und schaffen es gerade noch, mit Ach und Krach das Füßchen zu heben und nach ihm zu treten. Das ist für mich das Allerletzte. Das muss ich mal so sagen. Und auch Sie werden Ihr blaues Wunder noch erleben in dem Verfahren, das gegen Sie läuft. Und wenn ich mir dann Sie anschaue, Frau Kunze, Sie haben nicht nur den Mann hier schwer getroffen, sondern die ganze Justiz, unser Rechtssystem, unter der Nase herumzuführen und dafür zu sorgen, dass mein Antrag heute gelautet hätte, 12 Jahre Freiheitsstrafe für diesen Herrn, der nichts gemacht hat, das ist etwas, da fehlen mir heute die Worte, aber dann nicht mehr, wenn wir gegen Sie massiv vorgehen in Ihrem Strafverfahren. Das wollte ich einfach mal loswerden, weil ich mich maßlos ärgere über diese Zeugenbank und Frau Mitter, wie gesagt, nicht mit eingerechnet Freispruch. Vielen Dank. Danke, Herr Staatsanwalt. Frau Verteidigerin, bitte. Hohes Gericht, Herr Staatsanwalt, ja, offensichtlich war die Ehe meines Mandanten am Ende, aber er hat es wahrscheinlich nicht genauso gesehen wie seine Ehefrau. Frau Kunze, Sie hatten schon länger vor, sich zu trennen. Das berichtet zumindest Ihre beste Freundin, die Zeugin Mitter. Ich frage mich, wenn es Ihnen in Ihrer Ehe nicht mehr gepasst hat. Da gibt's Trennung, da gibt's Scheidung. Ganz legale Möglichkeiten, sich seines Mannes zu entledigen. Da steckt doch Feigheit dahinter. Und feige war das auch, was Sie hier getan haben. Ihr Mann diesen Mord anhängen zu wollen. Ich frage mich nur, was Sie damit bezwecken wollten. Wollten Sie als das Opfer einer gescheiterten Ehe dastehen? Oder wollten Sie vorgaukeln, lebenslang zu Ihrem Mann zu stehen? Ich glaube, es war eher der Hass. Sie wollten Ihrem Mann noch mal eins einschenken für all das, was Sie eingesteckt haben und nicht richtig deutlich gemacht haben. Bestraft haben Sie sich selber. Jetzt ist die Trennung vollzogen. Ihr Weg führt aber nicht in die Freiheit, sondern hinter Gitter. Und er wird als Zeuge in Ihrem Verfahren auch aussagen. Ich beantrage Freispruch. Danke, Frau Verteidigerin. Herr Kunze, Sie können jetzt selbst noch was sagen. Sie haben das letzte Wort. Ich kann das überhaupt nicht fassen, dass meine diese, ich will noch nicht mal Frau zu ihr sagen, ja, dass die mich in den Knast bringen wollte, nur weil, aus eigenem, wie kann man denn, das ist mein letztes Wort. Sie machen erstmal gar nichts und Sie glauben, Sie bringen den Herrn jetzt besser mal nach draußen, damit er sich ein bisschen abkühlen kann, ja? So, dann wird das Urteil nach einer kurzen Unterbrechung nach der Beratung verkündet. Wo wir schon dabei sind, Herr Seenhoff, kommen Sie bitte noch mal ganz kurz vor. Herr Bauer, Sie sind vorläufig festgenommen, dringender Tatverdacht des Totschlags. Herr Seenhoff, vielen Dank. Ja. So, nehmen Sie die Jacke mal, die können Sie noch tragen. Ich gehe mal raus. Im Namen des Volkes verkündigt folgendes Urteil. Der Angeklagte Michael Kunze wird freigesprochen. Er ist für die erlittene Untersuchungshaft aus der Staatskasse zu entschädigen, die auch die Kosten des Verfahrens und die notwendigen Auslagen des Angeklagten trägt. Nehmen Sie bitte Platz. Das ist mir jetzt noch so ein Freispruch. Mein Leben ist im Eimer, meine Ehe ist im Eimer. Ja, jetzt mal. Bin ich am Ende. Naja, mal ganz langsam. Also geht noch der Beschluss. Der Haftbefehl des Amtsgerichts Erfurt vom 9. Februar 2012 wird aufgehoben. Jetzt freuen Sie sich doch mal, dass Sie wieder frei sind und denken ein bisschen positiv. Es dürfte bekannt sein, dass ich hier Gewalt im Sitzungssaal überhaupt nicht dulde, dass ich trotzdem vorher kein Ordnungsgeld verhängt habe, ja, sondern Sie nur nach draußen geschickt habe, damit Sie sich abkühlen, damit Sie vor sich selber geschützt sind. Das hat einen ganz eigenen Grund, weil ich nämlich Ihre Erregung dem Grunde nach absolut verstehen kann. Ich kann mich auch kaum an eine solche Intrige in diesem Sitzungssaal hier erinnern. Da sieht die Ehefrau, wie der übergangene und gedemütigte Herr Bauer seinen Chef erschlägt. Dann ruft sie zu Hause ihren Ehemann an, macht ihn eifersüchtig mit der Behauptung, ihr Chef wolle was von ihr und lockt den Ehemann, den sie loswerden will, so in die Firma, sprich an den Tatort. Und dann schreibt sie noch dem sterbenden oder schon toten Opfer auf den Handrücken einen Hinweis auf ihren eigenen Ehemann, geht dann zu einer Vernissage, um dort fotografiert zu werden. Und welche kriminelle Energie dahinter steckt, kann man denn jetzt erst richtig nachvollziehen? Gibt dann dem Ehemann erstmal ein Alibi, um das heute eben mit dem Bild der Vernissage platzen zu lassen. Entschuldigung, das ist unglaublich berechnend, das ist unglaublich kalt. Und unglaublich kalt finde ich es, dass Sie, um dem Scheidungsärger zu entgehen, bereit sind, Ihren Ehemann auf viele, viele Jahre, weit über 10 Jahre, ins Gefängnis zu bringen. Ja, es sieht so aus, dass nicht nur der Herr Bauer, sondern Sie selbst jetzt im Gefängnis landen werden. Kalt ist auch noch ein Stichwort, bei dem komme ich fast nicht an der Frau Herrmann vorbei. Dass Sie einem Sterbenden nicht helfen, dass Sie sich nicht mal bücken, sondern ihn treten wie einen Tierkadaver. Ich verstehe das nicht. Ja?
Und es sind dann nämlich immer die, denen die anderen egal sind, die am lautesten schreien, wenn sie selber mal Hilfe brauchen. Ich wünsche ihnen kein Unglück. Aber es ist doch traurig, dass viele Menschen erst mal selber in Not geraten müssen, bis sie mal erkennen, dass man anderen in Not eigentlich helfen sollte. Vorher ist die Hauptverhandlung geschlossen. Erich Bauer wurde wegen Totschlags und uneidlicher Falschaussage zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 12 Jahren verurteilt. Jessica Kunze wurde wegen unterlassener Hilfeleistung, falscher Verdächtigung, Freiheitsberaubung in mittelbarer Täterschaft und Strafvereitelung sowie uneidlicher Falschaussage zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 3 Jahren verurteilt. Anna Herrmann wurde wegen unterlassener Hilfeleistung zu einer Geldstrafe von 70 Tagessätzen zu je 40 Euro, also insgesamt 2.800 Euro verurteilt.